Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Madeleine Schlemmer Paradies. Wir machen heute zusammen ein ganz leckeres, schnelles Reno-Eis. Und das ist ganz schnell hergestellt. Ihr braucht da gar nicht so viel Zutaten, eigentlich auch keine Förmchen. Wir fangen jetzt direkt an mit den Zutaten. Ihr braucht natürlich ein paar Renos, Kondensmilch, Nuss-Nougat-Creme und Sahne. Wir fangen damit an, dass wir unsere Renos einmal oben aufschneiden, eins immer rausnehmen. Den Rest, den zerquetschen wir uns quasi gleich und schön abschneiden, weil das ist dann gleichzeitig unsere Eisform. Besser ist, wenn ihr die doppelten nehmt, statt die kleinen hier. Und ich fange jetzt an, dass ich meine Kondensmilch einfach in ein Gefäß fülle, meine Sahne dazu, genauso wie die Nuss-Nougat-Creme. Und das Ganze mixen wir dann einmal durch. Mehr Zutaten sind das gar nicht. Und jetzt machen wir einfach nur noch unsere Stiele rein. Und wenn die Stiele drin sind, füllen wir unsere Masse einmal um und füllen diese am besten mit so einer Fülltülle einmal komplett auf, weil damit kommt ihr am besten rein und ihr füllt komplett alles. Deswegen ist es besser, wenn ihr eigentlich die großen Förmchen nehmt oder ihr nehmt so Eisförmchen oder wie ihr zwischendurch gesehen habt, so Cake Pops. Also da seid ihr eigentlich ganz frei oder ihr füllt es euch in eine Schüssel. Müsst ihr halt öfters dann rühren im Froster. Und dann nach 3 Stunden habe ich mir die wieder ausgepackt. Da seht ihr schon perfekt, sind die gefroren. Und dann nehmt euch ganz normale Schokolade, die ihr mögt, gebt die in so ein kleines Töpfchen, schmelzt die, füllt die am besten in so ein Glas um. Und dann nehmt ihr eures gefrorene Eis und tut einfach rein eintunken und am besten immer in 2 Stück. Und dann könnt ihr dekorieren, wie ihr wollt. Ihr könnt Nüsse reinmachen. Oder beispielsweise mit einem Streusel von Nicoles Zuckerwerk habe ich dekoriert. Und dann waren wir schon fertig. Also wirklich simpel und das aus 3 bzw. 4 Zutaten. Ihr könnt natürlich die Renos auch weglassen. Und es ist halt keine bezahlte Produktplatzierung, weil ich habe mir das selbst gekauft, selber die Idee gehabt, erstmal soweit. Und das wollte ich euch vorstellen, weil es muss ja öfters mal schnell gehen mit Kindern. Und ich hoffe, das Rezept gefällt euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem neuen Wunschrezept. In dem Sinne, ein schönes Wochenende und bis dann. Muah.